Ein herzliches Willkommen, winke, winke an alle Aufzeichnungszuschauer. Ja, heute nur eine ganz kurze Sendung. Es geht um Ihr Leben. Es geht nicht nur um mein Leben. Natürlich kämpfe ich für mein Leben. Die soziale Marktwirtschaft, die Ihnen Kanzlerin Merkel als das Land, in dem wir gut und gerne leben, bezeichnet. Diese soziale Marktwirtschaft ist die Ursache für Ihren Krebs, für Ihr Übergewicht, für Ihr Diabetes, für Ihre Krankheiten. Die Ursache von allem ist diese herrliche soziale Marktwirtschaft. Das ist der größte Irrtum der Menschheit überhaupt. Diese soziale Marktwirtschaft, diesen Kapitalismus, nicht wissenschaftlich genau verstanden zu haben. Dieses System wandelt sie um, hat sie in den letzten 400.000 Jahren umgewandelt in einen, egal ob sie noch in einer Ehe leben oder wie auch immer, aber in einen innerlich vereinsamten, kaufsüchtigen, konsumsüchtigen, esssüchtigen, alkoholsüchtigen, zigarettensüchtigen, reisesüchtigen, suchen Sie sich's aus, konsumsüchtigen, zerstörten Menschen. Sie sind ein Wrack. Wir alle sind nur noch Wracks in der Marktwirtschaft. Und das Entscheidende ist, dieses System führt zu einer Evolution, die darauf hinausläuft, sie unglücklich zu machen. Denn nur wenn sie unglücklich sind, kaufen sie mehr. Und sie werden nur gebraucht für das Kaufen. Und natürlich dann auch noch als Arbeitssklave, sie müssen sich ja ihre Kaufsucht auch noch finanzieren. So wie der Junkie sich seine Heroinsucht finanzieren muss, müssen sie natürlich dann als Arbeitssklave dienen. Und dann müssen sie noch in den Krieg als Kriegssklave, damit eben die Waffenkonzerne auch genügend Umsatz haben. Das heißt, die soziale Marktwirtschaft ermöglicht Profite auf Kosten von Mensch und Umweltvergiftung. Also das heißt, sie erlaubt es, ihr Leben zu zerstören und das in Geld umzuwandeln. Und es erlaubt, die Umwelt und damit sie zu vergiften und damit Kosten zu sparen und damit wieder ihre Schädigung umzuwandeln in Geld. Was wir brauchen, ist Menschenschutz. Und Menschenschutz, das gibt es nur, ja, eine Möglichkeit, die ich gestern Abend in einem Gespräch vorgestellt habe, ist eben das Wahlbündnis. 200 Gruppierungen 10% bekommen und dann in ARD und ZDF ihre sozusagen Sichtweise und neuen Konzepte vorstellen können. Dann kriegen wir eine Veränderung der Gesellschaft. Und dann werden wir plädieren hier, das ist ein Beispiel für einen Wahlaufruf im Rahmen eines Wahlbündnisses, in dem Fall eines zu kleinen Wahlbündnisses. Sowas muss mit 100 Gruppierungen geschehen. Ja. Und nur die GWÖ-GWO-Kombination ist die Weltrettung. Vergessen Sie alle anderen verwirrten Konzepte. Die GWÖ ist schon linksextremistisch genug in ihren unausgereiften Teilkonzepten. Vergessen Sie alle anderen Konzepte. Die GWÖ ist so vernünftig. Sie will nicht sofort das Geld abschaffen. Sie will nicht sofort allen Reichen und Fähigen das Geld wegnehmen. Damit kommen sie nicht weiter. In der Marktwirtschaft herrschen die Reichen, die Fähigen und die Mächtigen und so weiter. Und sie müssen deren Leben verbessern. Vergessen Sie die Idee, sie könnten irgendwelche Probleme lösen, indem sie die Mächtigen, die Könige angreifen. Vergessen Sie diese Idee. Sie können nur den Königen etwas schenken, ein besseres Leben. Die GWÖ, GWO, D,
Diskussion und Kombination bietet dem Reichen genauso ein tausendmal besseres Leben wie dem Armen. Dem Reichsten wie dem Ärmsten. Ja? Und nur so kommen wir zu etwas. Denn ohne dass die Reichen einer Änderung zustimmen, gibt es keine Veränderung in der Welt. Ja? Das sollten Sie jetzt endlich begreifen. Sie und die 99% der Bevölkerung werden gar nichts tun und nichts erreichen und gar nichts. Ja? Sie können ein bisschen Terrorist spielen, ein paar Leute umbringen und so weiter, wie die Rote Armee-Fraktion. Und aber der Staat ist doch wahrscheinlich, alle Reichen sind darauf eingestellt, dass sie eine russische Revolution nie wieder zulassen werden. Ja? Also vergessen Sie all diese Ideen. Also die Gemeinwohlwirtschaftsordnung ist das kommunistischste, sozialistischste, was realpolitisch geht. Das heißt, dass dabei greifen wir nicht als erstes Geld an, sondern wir schenken den Reichen und Mächtigen ein viel glücklicheres, viel gesünderes, längeres Leben. Wir verwandeln alle Teile des Arbeitslebens in ein geprüftes Arbeitsleben. Es wird geprüft, welche Auswirkungen hat meine Arbeit in einer Behörde oder in einem Unternehmen auf das Wohlfühlen, die Gesundheit, die Langlebigkeit und den Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner. Und so auch messen wir auch, ob Politiker, Landesregierungen uns gut tun, ob sie uns schaden oder nicht. Ja, und vergessen Sie einfach diese Ideen. Ja, es geht um Anderswirtschaften. Es geht darum, dass mit der Gemeinwohlökonomie und Gemeinwohlwirtschaftsordnung GWO die gesamte Wirtschaft zu unserem Sklaven und Diener wird und alle Behörden genauso. Alle haben nur noch ein Ziel. Wie kann ich Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand meiner Kunden, Mitarbeiter und Anwohner bestmöglich fördern? Sonst gehe ich pleite und meine Karriere ist beendet. Das gilt dann für den Wissenschaftler genauso wie den Fernsehjournalisten, für den ARD- und ZDF-Journalisten, für alle anderen Journalisten. Es gilt für jeden in der Welt. Entweder ich diene den Menschen oder ich gehe pleite. Also, das ist das Kommunistischste, was geht. Alles andere, die Reichen enteignen, die Reichen was wegnehmen. Vergessen Sie diese verrückten Ideen, die Ihre Steuererhöhung als, ja, damit vertreiben Sie nur die Reichen und Fähigen aus unserem Lande und wir bleiben übrig als ein bettelarmes Land. Vergessen Sie all diese verrückten Ideen. Schenken Sie mit uns gemeinsam den Reichen, schenken Sie uns allen ein Wirtschaftswunder und eine gesündere, glücklichere Welt für alle, für die Reichsten wie für die Ärmsten. Und dann lösen sich alle Probleme. Ja? Und zu dem Wahlbündnis, ja, dann brauchen wir auch, wenn wir das Wahlbündnis hinkriegen würden, brauchen wir auch die Partei des Gemeinwohls nicht mehr als Einzelpartei, sondern nur noch als Teil des Wahlbündnisses. Und egal, welche Partei wir dann, auf welche Partei wir die Stimmen werfen. Ja, also Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand und vergessen Sie all diese pseudokommunistischen DDR-Ideen, diesen Hass und Neid auf die Reichen und Fähigen. Wir müssen die Reichen und Fähigen lieben, wir brauchen sie. Vergessen Sie diese schwachsinnigen Konzepte hier und
denken Sie, vergessen Sie diese schrecklichen neoliberalen, bösartige, patriarchale, marktradikale, kapitalistische, soziale Marktwirtschaft. Die hat unsere Welt jetzt 400.000 Jahre zerstört, zusammen mit diesen Wahnsinnssystemen. Diese beiden Gruppierungen haben die Welt genügend zerstört. In der Mitte liegt der mittlere Weg, die Lösung. Die Diskussion aus Gemeinwohlökonomie und Gemeinwohlwirtschaftsordnung, GWO, nennen Sie es von mir aus Leistungs- und Wettbewerbskommunismus, nennen Sie es, wie Sie es wollen, auf jeden Fall. Ich möchte leben in der Savannen-Bonobo-Schenker-kommunistischen Gruppenehe eines Tages, und das geht nur über die GWÖ-GWO-Kombi, wenn dann Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften entstehen, indem die Leute wieder den Menschen angeboten wird, wieder in Gemeinschaften zu leben, wieder ihre Sozialform zurückzufinden, soziales Miteinander wieder zu genießen. Und wo dann Geld und Besitz und all diese Dinge völlig unwichtig werden, weil man so viel und Kriege unwichtig werden. Stellen Sie sich vor, Putin hätte gerade in einer Savannen-Bonobo-kommunistischen Gruppenehe mit 150 Individuen, hätte mit den tollsten Frauen Russlands jeden Tag ständig Sex. Denken Sie, der hätte auch nur eine Sekunde an Krieg gedacht, ne? Die Bonobos jedenfalls haben keine Zeit, an Krieg zu denken. Die gehen liebevoll und machen lieber Sex mit ihren Nachbargruppenmitgliedern, soweit dort die Personen nicht mit ihnen verwandt sind. Also hier, ja, denn schließlich wohnen die Enkel, Kinder und so weiter, der Nachwuchs, weil ja die Töchter abwandern, dieser Bonobo-Gruppe hier, dieser dieser Bonobo-Schenker-kommunistischen Gruppenehe, die Enkel und Töchter und Enkel und so weiter leben ja in den Nachbargruppen, und gegen die führt man doch keinen Krieg. Mit denen macht man, mit denen, mit denen man nicht verwandt ist, macht man schöne Sexpartys beim Besuch und so weiter. Ja, und stellen Sie sich vor, Putin umgeben von tollen Frauen und Sex, mehrmals täglich Sex, der hätte nicht eine Sekunde an Krieg gedacht, ne? Also, und vergessen Sie diesen Hass auf, ändern Sie sich jetzt. Gehen Sie von Hass und Neid auf die Reichen und Mächtigen, auf unsere Könige, unsere Milliardärs, Politik, Journalisten, Könige, und wenden Sie sich um zu: Ich liebe diese und wünsche denen ein glücklicheres und besseres Leben, auf das sie uns allen die GWÖ-GWO-Kombi gönnen, die uns allen ein besseres Leben verschafft. Ja, und hören Sie auf, sofort diese Sekunde auf mit Neid und Missgunst und all diesen Dingen. Und ja, und jetzt sind auch die Bilder wieder da, die gestern offensichtlich aus Versehen gelöscht wurden. Jetzt sind wieder alle Bilder da. Ja, und jetzt stoppe ich als erstes. Ja, die Bilder funktionieren alle wieder. Wunderbar. So, und jetzt stoppe ich als allererstes die Aufzeichnung. Tschüssi. Ich hoffe, konnte Sie ein bisschen aufrütteln. Tschüssi.